Sei gegrüßt, du Begnadete. Der Herr ist bei dir, die du gesegnet bist unter den Frauen. Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Nun siehe, du wirst ein Kind empfangen und einen Sohn gebären. Und du sollst ihn Jesus nennen. Er wird groß sein und er wird der Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr Gott wird ihm einst den Thron seines Vaters David geben. Und er wird ewig über das Haus Jakob herrschen. Und seine Herrschaft wird niemals enden. Wie ist das möglich? Ich war nie mit einem Mann zusammen. Der Heilige Geist wird über dich kommen. Und die Macht des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das heilige Kind, das du gebären wirst, Sohn Gottes genannt werden. Siehe, deine Base Elisabeth hat selbst in ihrem hohen Alter einen Sohn empfangen. Seit 6 Monaten ist sie schwanger, obwohl sie als unfruchtbar galt. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Ich bin die Magd des Herrn. Es soll geschehen, was du mir gesagt hast.